Hallo, liebe GetGoods-TV-Zuschauer. Wir sind jetzt hier bei Intel am Stand. Ultrabooks haben wir schon abgefeiert bei den ganzen Partnern von Intel. Die habt ihr schon gesehen, zum Beispiel namentlich erwähnt Sony, Acer, Lenovo, wer gibt's da noch? You say it, I name it. War das so, die Sprichwort? Nein. Hier dreht sich bei Intel auch ein großer Bereich um Smartphones. Ja, ihr habt wirklich richtig gehört. Intel kann auch Smartphones. Ja, okay, nicht Smartphones, sondern auch, sage ich mal, das Interne. Ne? Eine Platine bauen, Prozessor und so weiter und so fort. Hier sehen wir zum Beispiel, es ist, glaube ich, schon fast chronologisch, nicht ganz chronologisch aufgebaut, das erste Smartphone mit Intel Atomprozessor Z2460. Es ist ein Single-Core-Prozessor mit Intel Hyper-Threading und auch noch eine Intel Graphics mit 400 MHz und so weiter und so fort. Ne? Das ist das Lenovo K800. Wir können ja mal reinschauen. Es ist nur in China erhältlich. Ne? Es ist noch kein internationales Gerät. Es ist hier auch noch Android 2.3 drauf. Ice Cream Sandwich kommt dann irgendwann später drauf. Wieso man das merkt, dass es ein chinesisches Gerät ist oder Modell ist oder ein Gerät ist, das für den chinesischen Markt gedacht ist, das merkt man einfach an den Icons und an den installierten Programmen. Ich kenne das, weil ich Verwandtschaft habe, die mit QQ Mobile und QQ Browser einfach hier eben halt arbeiten. Ne? Gehen wir dann noch einen Schritt weiter. Das war das Lenovo K800, schon verfügbar. Aber nur in China. Hm? Wer weiß, vielleicht kommt ja auch Lenovo bald damit rüber nach Europa. Man weiß es nicht. Da muss man Lenovo fragen. Hm? Hier ein Produkt, was in UK und Frankreich erhältlich ist. Das ist das Orange San Diego. Es ist schon, sag ich mal laut den Intel-Leuten, sehr dicht am Referenzdesign gehalten. No? Es unterscheidet sich zu den anderen zwei Produkten, einmal zu dem Mint von Mint, ich weiß nicht mehr den Hersteller oder den Netzbetreiber, das ist jedenfalls Orange San Diego und dann gibt es auch noch das Lava, dazu kommen wir dann später. Aber die drei ähneln sich von der Haptik oder von der Optik eben halt sehr schön, aber hier kann man bei dem hier schon sehen, dass es eben halt nicht Gingerbread drauf ist. Moment, ich gehe nochmal rauf. Oh, wo sind die Settings? So, einmal die Settings about Phone. Hier ist schon Android 4.04 drauf. Das bedeutet dann eben halt ICS. Ja. Und, oh, Dankeschön. Der freundliche Mitarbeiter von Intel hat mir gerade ein anderes Produkt gegeben. Das ist nämlich das ZTE Grand X. Es wurde bei einigen Webseiten, ich glaube es war, lass mich raten, Engadget, Verge und so weiter, auch schon vorgestellt, getestet in London. Da sieht man auch ganz schön das Intel Insight Logo jetzt auch hier auf diesem Produkt. Auch auf den anderen Produkten ist meistens ein Intel Insight Logo mit drauf. Das hier, muss man sagen, hat wohl das beste Display. Hm? Wenn ich jetzt mal hier raufgehe, wo gehen wir rauf? Gehen wir mal Unlock, Press Unlock. Zack. Rein von der Farbsättigung her ist wohl das hier das mit Abstand schönste Display von den ganzen Intel-Phones, die hier eben halt sind. Schaut man sich das mal durch. Es ist flüssig, es ist also durchaus konkurrenzfähig mit vergleichbaren Produkten. Preislich kann man hier zu dem ZTE Grand X noch nichts sagen. Es soll aber nach Europa kommen, dieses Produkt von ZTE. Wann es kommt, müsste ich gerade mal kurz mal nachgucken. Irgendwann im September ist das eben halt announced für den europäischen Markt. Technische Spezifikation, genauso wie alle anderen Intel Insight Smartphones, momentan eben halt mit dem Atomprozessor Z2460. Ja. So viele Zahlen hintereinander kann ich mir nicht merken. Ja. Dieses kleine Produkt kommt dann eben halt nach Europa. Weiter hinten befinden sich mehr oder weniger eigentlich Abwandlungen von dem hier, von dem Orange San Diego. Der basiert wiederum auf dem Intel-Referenzdesign und all diese Specs würden dann auch auf dem Lava und auf dem Mint auch noch transportiert. Die beiden Geräte sind einmal für Indien und einmal für Russland gedacht. Das sind die Provider, die diese von Intel eben halt, sage ich mal, angefordert haben und dort auch platzieren werden. Für Europa ist immer noch
momentan aktuell interessant, das ZTE Grand X. Alle weiteren Informationen oder wenn ihr gerade in Berlin seid, einfach bei Intel an den Stand kommen, hier auf der IFA 2012 in Berlin. Oder ihr schaut in Zukunft auch mal gerne bei uns in den Blog hinein. Dort werden wir euch sicherlich auch informieren, wenn es dann vielleicht zu gegebener Zeit kleinere Updates, Hardwareänderungen oder Spezifikationsänderungen und so weiter und so fort, erfahrt ihr bei uns im Blog. Und sobald das Grand X auch in Europa erhältlich ist, natürlich auch bei uns im Shop unter getgoods.de.